Die Südwestfalen-Agentur geht auf Tour über die Dörfer. Mit dem Südwestfalen-Mobil wird das Team Dörfer in der Region besuchen. Mehr als die Hälfte der 1,5 Millionen Südwestfalen lebt auf dem Dorf. Mit möglichst vielen dieser Menschen ins Gespräch kommen, hören, was sie beschäftigt, aber auch die Dörfer und die relevanten Themen kennenlernen. Das sind die Ziele der jetzt gestarteten Aktion. Es ist ja klar, dass mit dem Begriff Regionale nicht jeder was anfangen kann. Und wenn man dann erklärt, dass es ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen ist, dann hilft das auch nicht so allzu viel weiter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da das ein sehr großes Unternehmen ist, diese Regionale in Südwestfalen durchzuführen, dass wir auch die Menschen mitnehmen, die Menschen vor Ort. Und deshalb wollen wir die Dörfer besuchen, um mit der Bevölkerung in den Dörfern selbst und direkt ins Gespräch zu kommen. Erster Gastgeber der Tour war das kleine Dorf Sieperting im Hochsauerlandkreis, der geografische Mittelpunkt der Region Südwestfalen. Hier nutzten fast alle der 84 Einwohner die Gelegenheit, sich persönlich über die Regionale und ihre Ziele zu informieren. Die Menschen, alle Menschen hier, die hier wohnen, mit denen ist man groß geworden, mit denen hat man sich ausgetauscht, mit denen hat man Freude und Leid geteilt. Und mit denen lohnt es sich, auch weiterhin zusammenzuleben, weil man sich auf sie verlassen kann. Tiere, alles. Ja. Der ganze Zusammenhalt hier, oder? Ja. Ja. Ich wohne gerne hier in Sieperting. Ich fühle mich hier richtig wohl. Die nächste Haltestelle des Südwestfalen-Mobils können die Südwestfalen selbst bestimmen. Die Bewerbung erfolgt ganz einfach über die Internetseite www.südwestfalen.com. Mitmachen kann jeder. Die Südwestfalen-Agentur sichtet alle Bewerbungen und legt dann die weitere Route für die Südwestfalen-Tour fest.